Jo Leute, was geht? H2Mike ist mal wieder am Start, Freunde, mit einer neuen Folge Let's Play Flüff. Ja, wir sind wieder hier in Flüfferino Online, ja. Und wir müssen Hard Drills sammeln für Remine. Und ja, deswegen befinden wir uns hier bei den Drillern. 3 Stück haben wir schon, 10 Stück müssen wir sammeln. Wir können schon mal angucken in der Zeit, wo Remine steht. Oh, hier direkt nebenan. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja, Heilin habe ich zu Hause gelassen. Die steht noch in Darkon, hat mich aber freundlicherweise durchgebufft, die Gute. Leider bin ich mit ihr immer noch nicht so lang verheiratet. Es ist sowieso ein Witz, dass sie diesen Bug nicht fixen, ne? Also es gibt ja, ich weiß nicht, ich denke mal, das wissen alle von euch. Es gibt halt einen Bug, dass du halt das Treue-Level so unnormal schwer erreichen kannst. Ich glaube, du brauchst für das erste Level schon über 300 Tage Ingame-Zeit oder irgendwie sowas. Das war so ganz, ganz unrealistisch zu erreichen, war das. Das ist halt so ein Bug, der ist auch schon gemeldet und Gala weiß auch schon, dass es diesen Bug gibt. Allerdings haben sie den noch nicht gefixt. Ne? Und ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Und bis dahin kriege ich halt die Treue-Level nicht zusammen, weil es halt unmöglich ist zu erreichen. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden oder hunderte Stunden die Charaktere jetzt schon beide zusammen online waren. Und wir haben jetzt gerade mal nicht mal die Hälfte von Level 1. Das ist schon armselig. Das ist armselig. Naja, hier haben wir noch einen Rampaging Dump Bull. Das nehmen wir natürlich gerne mit. 9 haben wir sogar. So, war das jetzt hier oder wo steht die Tante denn jetzt? Ach, die steht in Darkon steht die, lol. Ist bei Heilina. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir brauchen nämlich nur noch einen Rampaging Dumpbull und den suchen wir jetzt. Ich denke mal, hier wird ja wohl irgendwo einer stehen. Weil dann haben wir auch 10, dann haben wir die erste Box, haben wir dann sogar schon. Ich denke mal, ich werde ein paar Boxen sammeln. Ja, da ist schon mal einer, sehr gut. Ich denke mal, ich werde ein paar Boxen sammeln. Und dann werde ich mal schauen, ob ich die öffne oder verkaufe. Oder ob wir einfach mal so ein Öffnungsvideo machen, da mal ein paar Boxen öffnen. Mal schauen, Freunde, mal schauen. Gucken wir uns mal an. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob kriegen wir Erfahrungspunkte dafür? Ja. Was wir hierfür an Erfahrungen noch kriegen. Aktuell lohnt es sich ja wieder. So, erstmal, dann gehen wir hier rum. Dann werden wir erstmal schön die Quest abgeben. Und die erste Dumpbull-Box. Dumpbull-Box. Abholen. Danke, Bruder. Gib mir mal die Box. Top. Vor allen Dingen, hier steht sogar auch 100, ne? Ah, jetzt, weil ich die Quest schon angenommen habe. Ich meine, da stand gerade 100. So, da haben wir schon mal eine Box. Wir werden mal, glaube ich, ein paar sammeln, Freunde. Wir werden ein paar sammeln. So, war Remine hier die Food-Tante oder wer war das? Nee. Oder stand die da hinten? Ja, da steht Remine. Ja, das war die Waffentante hier. So. Ja, 5%, Freunde. Schon ganz geil. Jetzt kommen wir langsam wieder in die Gefilde, sage ich jetzt mal, wo sich die Quest wieder lohnt. Auch von den Erfahrungspunkten her. Lohnt sich die Quest jetzt doch schon. So, Acha müssen wir. Aber irgendwie läuft das Game heute nicht flüssig. Also irgendwie leckt es heute ein bisschen. Hab ich so das Gefühl. So. Und was jetzt? Captain Driller und Small Vault und dann Dr. Ace. Genau, der ist da hinten. Das heißt, der ganze Weg wieder zurück. Wir werden uns aber hier noch Bass mitnehmen. Einmal die. Und dann laufen wir zu Heilina und holen uns da noch unsere, also die richtigen Bass noch ab. Und dann kann es losgehen. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich von Flaris aus. Doch, ich denke mal, ich fliege von Flaris aus. Ich glaube, das geht schneller, als wenn ich jetzt einmal komplett über Darkon fliegen muss. Einmal durchbuffen, bitte. Dankeschön. Und dann werden wir mal von Flaris aus fliegen. Ah, wobei. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Wir werden es mal vergleichen. Ich habe ja ungefähr einen Vergleichswert, weil ich ja gerade schon mal in die Richtung geflogen bin, Richtung Driller. So, jetzt müssen wir so rumfliegen. In die Richtung. Ja, schauen wir mal.
So, die Richtung ungefähr. Ja, meine Freunde, erstmal mein Teechen hier. Boah, der Tee ist schon ganz schön kalt geworden hier. So, ganz so viel Tee habe ich gar nicht mehr da. Also entweder muss ich gleich mit der Aufnahme aufhören, oder ich muss mehr Tee kochen. Eins von beiden, Freunde. Oh, wir fliegen ein bisschen hier falsche Richtung, haben wir nämlich schon gedacht hier. Eins von beiden auf jeden Fall. So, die Richtung sollte schon mal besser passen. Sollte schon deutlich besser sein. Und eigentlich müssen wir auch mal unser Inventar aufräumen, Freunde. Es ist schon leicht zugemüllt, ne? Ein paar Blinkwings, natürlich, die kannst du immer gebrauchen, aber hier der ganze seelengebundene Schrott halt einfach, ne? Na gut, die können wir halt zum Leveln benutzen. Die können wir eigentlich mal auf dem anderen Char packen, auf Heiline. Die kann sie dann in Zukunft mal verkaufen. Können wir eine Bank tun hier. Das kann eigentlich auch auf Heiline, weil dann kann die Tante mal einen Shop machen mit den ganzen vagranten Sachen und gucken, was sie davon verkauft kriegt. Das können wir hier zu Petfood machen, dann können wir hier das Eck noch probieren zu hatchen, was wir noch haben. Damit wir hier mal ein bisschen Ordnung, Zucht und Ordnung reinkriegen hier in das Inventar. Weil das ist echt nicht mehr feierlich hier, das ganze Inventar ist voll mit Müll. Wen brauchen wir denn? Volt und Driller. Gut, da kommen wir gerade her. Das heißt, wir müssen da oben hin. Captain, Driller und Small Volt. Ja, das kriegen wir hin. Denke mal gerade so, nachdem wir schon bei Carrier Bombs gelevelt haben. Und die Yetis in Azria auch ganz gut hingekriegt haben. Denke ich mal, kriegen wir die Volts auch hin. Ja, aktuell ist leider wieder so eine Zeit, muss ich echt zugeben, da läuft es gerade ein bisschen schleppend. So mit Leveln und Flüff und so. Deswegen wird es Zeit, dass wir dringend mal wieder richtig anfangen zu leveln. Azria-Ticket rein, XP-Scrolls mal wieder rein. Aber dazu muss Heiline halt erstmal die Job-Change-Quest auch gemacht bekommen. Und eigentlich wollte ich jetzt die Rearnan-Quest erstmal so weit machen, bis es nicht mehr geht. Also bis wir halt am Ende der Quest sind, so weit wie geht. Ich glaube, dann kannst du erst mit Level 70 oder 80 wieder machen. Und ja, das wollte ich eben erst machen und dann wollte ich erst wieder anfangen zu leveln. Und dann werden wir auch mal ein bisschen weiter leveln, also schon so 80, 90 anpeilen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, ne? Mit Azria dann. Und eventuell können wir ja dann mal so einen Livestream. Ich hatte ja mal vor, samstags mal so einen Livestream zu machen. Und da hauen wir dann halt auch dann 5 XR-Scrolls rein, Freunde, ne? Weil kostet die Welt. Ich meine, wir haben auch noch 15 Stück. Oder halt ES-Arms. Ich meine, wir haben jetzt so viel Geld. 5 ES-Arms kosten, glaube ich, 200 Mio oder 250. Alter, das können wir uns auch erstmal leisten. Hier ist übrigens Dr. Es, wo wir gleich hin müssen. Ja, das können wir uns auch mal leisten, Freunde. Den Luxus. Und ich denke mal, 5 ES-Arms reinhauen, dann, ich glaube, pro Scroll, glaube ich, 50% waren es. Das heißt, wir kriegen 250% noch drauf. Ja, lohnt sich schon. Das lohnt sich definitiv. Ich glaube, dann wäre es ja, also die genaue Formel, wie gesagt, die könnt ihr auch nachlesen in diversen Foren. Ich glaube, wenn wir 1% zum Beispiel kriegen würden, würden wir danach dann 250%, also 2,5% kriegen. Also lohnt sich schon, wir müssten weniger als die Hälfte der Mobs killen für ein Level up. Und dann auch auf Azria, wo die Anzahl der Monster sowieso, also pro Spawn quasi, deutlich erhöht ist. Die Mobdichte meine ich jetzt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall schon, da dann mal ES-Scrolls reinzuhauen. Denke mal, werden wir dann auch machen. So, jetzt müssen wir hier die Small Vaults noch wegholen. Ich denke mal, dann wird die Quest auch wieder einiges geben. Und wenn die eine Endquest, wo wir da wirklich einmal mit Achab noch sprechen müssen, und die wirklich 20 Millionen kriegt, das gibt an XP, das wäre die Hälfte. Dann wären wir ja schon fast direkt Level Up. Das heißt, wir wären ja schon 69, wahrscheinlich sogar ein bisschen nach 69 noch. Es lohnt sich schon.
Das lohnt sich schon, Freunde, das lohnt sich schon. So. Auf zu Dr. Ace, gucken, was der sagt. Oder sie. Könnte ja ein. Dr. Ace könnte auch eine sie sein, ne? Ja. Schauen wir doch mal nach. Meanwhile trinke ich erstmal noch ein Schlückchen Teechen. Ah, ist noch lauwarm. Noch geht's. So, Bruder, dann erzähl uns mal, was du zu sagen hast. Ja, doch, das ist ein Typ. Okay. Ja, 5% gekriegt. Zorro, der war doch hier irgendwo im Gebirge, ne? Ja. Den können wir auch noch besuchen. Aber ich glaube, ganz so viele Quests kommen von dem Chapter nicht, ne? Nicht mehr. Ich meine, ich hätte ja gerade schon nachgeguckt. Ja, der war da. Ja, da hinten am Arsch der Welt, glaube ich, ne? Zorro. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, Freunde. Müssen wir mal schauen. So, hier müsste der irgendwo sein. War der nicht an so einem komischen Ort? Genau hier oben, glaube ich, ne? Was so gar nicht richtig auf der Karte markiert war, glaube ich. Da haben wir uns ja einen Wolf gesucht, glaube ich, ne? War das nicht so? Ja, da ist er. So, was hast du an XP für uns? 3%? Egal, machen wir. Was brauchst du, Bruder? Captain Steamwalker und Prison Key. Oh, Freunde, da habe ich so ganz schlimm in Vermutung, dass das so eine Quest wird, die wahrscheinlich wieder ewig dauert. Naja, wir sind mal nicht so negativ und gucken jetzt erstmal. Also wir haben noch ein paar Minuten, bis die Folge zu Ende ist. Da werden wir dann mal schauen, ob wir noch so ein paar da wegschnitzeln können. Gucken, ob wir den Key dann jetzt da noch kriegen. Sind das die Captain oder sind die Smalls hier? Smalls, dann sind die Captain da ganz hinten am Arsch der Welt wahrscheinlich. Genau, hier sind die Normals und dann sind die Captain da hinten. Okay. Das müsste schon einer sein. Ja. Steamwalker kannst du halt auch mit Low Level richtig geil farmen. Weil die halt Chrysler Sachen droppen und Teba und Wedge. Also eigentlich bringt fast, bis auf Mercenary, bringt eigentlich jedes 45er Set gut Geld. Ne? Das Pangrill Set für Mercenary ist jetzt nicht ganz so viel. Ich glaube pro Part vielleicht, wenn du Glück hast, 2 Mio oder so. Ist er schon? Jo, ist er schon. Sehr gut. Und dann wieder zurück nach Zorro. Machen wir doch. Ja, guck mal, Freunde, haben wir die Quest sogar in der Folge auch noch geschafft. Sehr, sehr gut. Kriegen wir für Erfahrung los? Ja. Vielleicht landen wir jetzt bei 60% ungefähr. Das wäre echt noch ganz cool. Und dann haben wir sogar heute schon wieder 50-60% gemacht. Und das eigentlich nur mit Quest ist eigentlich... Ja, ist eigentlich ganz optimal gelaufen. Stand der nicht hier? Oder stand der da oben? Ah, da stand er, okay. Ich wollte schon sagen. 56. Guck mal, Freunde, die Prozente. Wir haben 56, 56. Boah, 61. Ey, das bringt sogar echt einiges. Was jetzt? Captain Volt. Aber, Freunde. Da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr nichts dagegen habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut, haut rein. Peace out.